Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu einer Comic Review Unboxing in ein. Es dreht sich nämlich alles heute um die Simpsons, nämlich eine Kollektion ist rausgekommen bei Bongo Comics. Ja, und die packen wir nämlich heute aus. Viel Spaß! Ja, ich habe gedacht, ich sehe heute meine Augen nicht richtig im Laden. Es gibt nämlich jetzt eine Simpsons Collection. Ja, ich habe ja so eine Panini-Vorschau. Ich habe da jetzt gar nicht richtig... Ich gucke ja ab und zu mal rein, was ich mir ordern möchte. Und ja, wie gesagt, dann ist natürlich am Schluss Bongo Comics. Ich überspringe das meistens, weil ich habe damals mal die Comics von den Simpsons gelesen. Natürlich, die ganzen Fernsehsendungen kenne ich ja teilweise von damals bis heute auswendig. Die letzten Sachen nicht mehr so, weil mich netzt einfach die Stimme ab, ne? Von Homer Simpson, die neue... Synchronstimme ist nicht so meins, er macht einen guten Job, aber ist ein anderes Thema. Das wollen wir jetzt heute hier nicht diskutieren. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt hier die Simpson Comics Comic Collection Ausgabe 1. Die gibt es nämlich heute zu kaufen. Also ja, seit ein paar Tagen wurde eine Art, alle 14 Tage kommt wohl eine neue. Die erste Ausgabe 3,99. Ja, vertrieben von Panini Collections und sonst auf jeden Fall von Bongo Comics. Ja, so sieht die von vorne aus. Könnt ihr nochmal hier sehen. Und hier ist wahrscheinlich was drin. Das packen wir gleich aus. Und dann wird es irgendwann ja, ihr kennt das ja eine Art, ich finde es ja mal so ein bisschen abzocke, weil man muss ja eigentlich am besten alle bekommen. Und dann sieht es ja nachher nämlich so hier aus. Da habt ihr dann halt dieses ganze, diesen ganzen Bücherrücken hier. Und sieht natürlich cool aus, klar, ne? Ja, da sind natürlich auch einige drauf auf den Bücherrücken. Klar, so wie Ned Flanders mit seiner neuen Frau. Die beiden Kinder, Todd und Rod, ne, hier dann Radioactive Man, Bart Simpson natürlich drauf, klar, Milhouse. Ihr merkt schon, da sind schon einige gute Sachen drauf. Dann natürlich hier in dieser Ausgabe, steht dann hier drauf, was da so ungefähr drin ist. Ja, und so weiter. Dann gibt es natürlich die nächste für 8,99 € und dann so weiter, ne? Band 3, Bart gegen Sideshow Bob. Im Band 2 ist Traummänner und natürlich ultimative Nummer 1. So, darum geht es eigentlich erstmal. Und dann würde ich jetzt sagen, wir gucken mal, ob das jetzt eine gute Kollektion ist oder nicht. Ob sie das für das Geld erstmal wert ist, also für die nächsten Ausgaben. Und dann mache ich die jetzt mal auf. Ja, und da ist das Buch erstmal ausgepackt. Das Comicbuch. Und hier vorne sieht man natürlich die Familie Simpsons. Natürlich klar, ne? Mit dem Oberhaupt Homer Simpson. Dann Bartholomeus Simpson, abgekürzt Bart. Dann Lisa Simpson, Maggie und natürlich Marge. Ja, und hinten sieht man dann halt das Bart Simpson auf sein Skateboard. Ay caramba! Und ihr seht natürlich dann hier, dass natürlich dann halt einige Sachen hier noch drauf sind. Hier ist wahrscheinlich noch eine Story drauf. Die erste Band der brandneuen Simpson Comic Collection enthält wahre Klassiker aus den längst vergriffenen Erstausgaben der Reihen Simpson Comics, Bart Simpson Comics und Simpson Superspektakel. Abgerundet wird das Paket von weiteren Einsernummern zu Ralph Wiggum und Mr. Burns. Unter anderem wächst Homer zu gigantischer Größe heran. Bart und Lisa werden von Außerirdischen entführt. Der besondere Ralph dient als Vorbild und Superheld Tortenmann alias Homer wird plötzlich zum gefürchteten Superschurken. Ja, darum geht das dann halt. Ja, dann machen wir mal hier schnell auf hier, ne? So, aufgerissen, frisch aus der Folie genommen. Das Coole ist einfach so, das sieht so ein bisschen retromäßig aus. Die Verkäuferin fragte auch, aha, so Leute kaufen sich dann das Heft. Ja, dankeschön. Ne, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber trotzdem, up, da fällt das fast hier runter. Das ist auf jeden Fall das Heft. Es ist ein Hardcover-Book. Ja, und dann gucken wir mal hier rein. So, dann haben wir natürlich hier so ein Cover hier, so ein Artprint. Ja, Homer Simpson kommt da gerade raus. Und es gibt natürlich dann halt was Cooles. Das ist ja hier aufgelistet. Könnt ihr das hier wahrscheinlich so sehen. Natürlich dann nach Jahrgängen und so weiter. Welche sogar neu und welche sehr alt. Und hier das Bongo-Team ist hier drin auf jeden Fall. Und man sieht natürlich, dass das jetzt ein sehr altes Comic dann ist. Von 1996. Und gehen wir ein bisschen weiter. Da war eins hierbei, das sollte ein bisschen neuer sein. Das sieht man auch vom Zeichenstil. Das ist auf jeden Fall neuer. Der deutsche Junge hier, den kennt ihr bestimmt auch. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Also, da wird jetzt nichts Besonderes sein, was man jetzt erzählen müsste vom Zeichenstil, ne? Girly Power. Bart Simpson und Girly Power. Und Rülpsi Comics, na geil. Und dann so ein Spiel hier. Also, ihr merkt, das ist mal wieder was, um was aufzufrischen. Ja, und hier. Ah, hier, Mr. Burns in Jung. Sehr geil. Ja, und dann vielleicht sind hier auch noch ein paar Infos drin, weiß ich gar nicht.
Sonst war ja immer bei den Simpsons-Heften, ah cool, da ist auch, glaube ich, die Geschichte von Radioactive Man drin, ne? Wahrscheinlich ist hier auch noch Fallout Boy bei oder keine Ahnung. Ist hier noch hinten noch irgendwelche Infos drin? Okay, ah, hier in Covergalerie sind dann hinten noch drin. So, das könnt ihr mal sehen, hier sind noch einige Covergalerien, wie gesagt, und sonst keine Infos. Das ist das reine Comicbuch, also wer dann halt eine Klolektüre oder eine Pause irgendwas braucht, ist das auf jeden Fall zu empfehlen, finde ich. Für 3,99 macht man bei der ersten Ausgabe nichts falsch. Jetzt gucken wir nochmal weiter, was da noch so drin ist. So, dann, wie gesagt, machen wir das mal hier ab hier. Ich glaube, nachhinein sind wahrscheinlich nur noch diese Sachen dabei. Das hier ist gar nicht mehr dabei. Das ist ja meistens bei der ersten Ausgabe dabei. Ja, und aber wir haben heute den 29.03. Ich habe es heute gekauft. Keine Ahnung, wann die nächsten kommen. Ich glaube, das ist auch ganz frisch heute rausgekommen, bin ich jetzt der Meinung. Weil ich habe es aber vorher noch nicht gesehen. Also könnt ihr mal sagen, alle 14 Tage kommt dann halt diese Kollektion. Ich bin mal gespannt, wer das dann halt sich kauft. Könnt ihr mal in die Kommentare setzen. Ich werde es ja wahrscheinlich nochmal sehen auf Instagram oder keine Ahnung dann. So, und dann mal gucken, was hier so in diesem Heftchen drin ist. Ich stehe noch mal ein paar Infos drauf. Dann erstmal hier so ein Teil. Was ist das hier? Simpson Comics. Hier ist deine Comic Collection. Sammelcard. Sammel alle. Die sind besser als Donuts. Ja, ist geil. Da könnt ihr das mal eben so sehen. Das ist dann der erste der Comic Sticker Nummer 1. Kannst wahrscheinlich alles stickern. Keine Ahnung. Vielleicht bekommt man was umsonst. Vielleicht steht es auch hier auch gleich drin. Das war auf jeden Fall damit dabei gewesen. So. Gut. Oh, leer. Und da fliegt schon die Informationen weg. Muss man mal weg. Ha, da bin ich wieder da. Und Prämie sichern und jetzt abonnieren. Also klar, ihr wisst ja mal, dann hast du wahrscheinlich Vorteile. Was kannst du bekommen? Du kriegst auf jeden Fall, wählen Sie eine Prämie, Prämie 1, eine Ausgabe des Simpsons Handbuchs. Dann eine Prämie 3 ist einmal ein Simpson Donut Kissen. Und das andere ist auf jeden Fall zu Comic-Con in Stuttgart, was ja ziemlich cool ist auf jeden Fall. Das kann man sich dann aussuchen. Ja, was kostet dann so ein Abo? Steht das hier mal eben, du hast keine Vergünstigung. Ach, du ahnst es nicht. Band 1 kostet 3,99, Band 2 kostet 8,99 und der dritte Band kostet 13,99. Alter Schwede, das ist schon wieder gewaltig. Muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich auf jeden Fall nicht weitermachen. Ich werde mir nur diesen einen Band jetzt hier, habe ich mir ja gegönnt, den werde ich behalten und dann hinten in meine, ihr wisst ja, ich habe ja so eine kleine Simpsons-Wand da hinten, so ein bisschen, so eine kleine Ecke da. Und ja, das finde ich schon wieder sehr gewaltig. Auch wenn man eine Prämie bekommt, aber das ist dann erstmal die Abo-Infos. Dann gibt es hier nochmal so, in edlem Hardcover alle 2 Wochen neu, abonnieren Sie jetzt. Die Simpsons Comic Collection, lieber Zeitschriftenhändler, da kannst du dann halt das hingeben und der gibt dir dann das halt dann so eine Art in der Hand, wenn du es haben möchtest. Gut, hier steht das auch. Band 1 haben wir jetzt hier heute, 29.03. Wobei, ach, sind ja schon ein bisschen länger raus. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nichts bei YouTube hier gesehen. Band 2 ab 9.03.2018. Ich habe heute das gesehen. Haben sie das irgendwie verschoben? Also es müsste ja schon der dritte Band draußen sein. Da bin ich jetzt verblüfft, weil ich habe das noch nicht in meinen Zeitschriftenhändler gesehen. Aber naja, egal. Scheiß drauf. So, Band 3. Ihr könnt das hier nochmal sehen. Das sollte eigentlich so rauskommen. Das ist natürlich auf jeden Fall jetzt ziemlich spät, aber das kann man bestimmt bei Panini nachbestellen, denke ich mal. Oder bei den, keine Ahnung hier was. So, dann kommen wir mal eben zu diesem kleinen Beiheft hier. Das Beiheft Simpsons Comics Collection, ne, wie wir machen, die besten Geschichten der gelben Kultfamilie. Und dann könnt ihr sehen, die werden wahrscheinlich dann so aussehen, die ganzen Art Prints hier, ne, die sehen dann hier so aus. Also könnt ihr das hier so sehen hier, ja, also sieht schon sehr cool aus. Hinten dann auch nochmal, seht ihr das auch nochmal hier, was so die nächsten Themen sein werden. Wenn wir jetzt mal hier so reingucken, klar, nochmal das Panorama-Buchrücken-Motiv. Da haben wir natürlich hier, jetzt natürlich auf der anderen Seite haben wir noch Moses Sislake hier. Und natürlich den fetten Wiggum, ne, Polizeichef Wiggum. Ja, und dann gibt es ja noch ein paar Infos halt, was da so drin sein wird in den nächsten Sachen hier. Ja, so, und dann hier, so sehen ja natürlich die ganzen Artprints aus. Das könnt ihr ja sehen. Ey, der Spielzeugverkäufer. Der Comicbuchverkäufer. Was rede ich denn jetzt hier, ne? Heute habe ich sie auch.
Heute habe ich das auch irgendwie hier. So, und dann habt ihr noch hier, wie gesagt, nochmal die Auflistung der Prämien. Viel kann man da gar nicht mehr sagen. Hier könnt ihr noch gewinnen, sie einen 100 Euro Amazon-Gutschein. Da werde ich dann wohl mitmachen. Das könnt ihr dann nochmal hier gewinnen. Ne? Ja, kann ich eigentlich nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Comicbuch eigentlich zu kaufen, finde ich. Auf jeden Fall für diese 3,99. Da kann man nichts falsch machen. Ist ein cooles Buch auf jeden Fall für die erste Ausgabe. Ja, aber auf jeden Fall das aufzufrischen, wie gesagt, auf irgendwie mal was zu gucken. Ne, im Urlaub, wenn man Bock am Bett hat und kein Buch lesen möchte, auf dem Klo oder keine Ahnung, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, dann würde ich sagen, geht zum Zeitschriftenhändler, kauft euch das Buch oder nicht, ne? Und ich habe jetzt mal hier mal euch das gezeigt, was da so drin ist, dass es das überhaupt gibt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch dem Video einen Daumen nach oben und sagt das euren Freunden nochmal vielleicht weiter, dass es mich gibt, dass wir zusammen mehr wachsen. Support ist kein Mord, das wisst ihr ja. Das Gewinnspiel hier läuft ja auch immer noch. Road 2000, ich denke mal, das wird nicht geknackt, aber da wird eine Sache ausgelost, die andere kommt wieder in den Topf und dann wird es nochmal verlängert. Also wisst ihr Bescheid, ne? Lasst wie gesagt ein Abo da, wenn ihr noch nicht mich abonniert habt. Und dann würde ich sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao und bam!